Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Prison Architect. Diesmal wieder im Multiplayer. Yay, wir haben es geschafft. Das Update hat anscheinend was gebracht. Wir hätten die letzten Folgen auch schon Multiplayer aufnehmen können. Naja, gut. Wusste man nur nicht, dass das Ausprobieren, Update das Changelog gebracht hat. gelesen. Läuft. Ja, wir sind wieder meine Sicht. Ihr seht hier Pascal rumschweben. Und ich habe am Genau. Ende der letzten Folge habe ich den Arrest für die Leute wieder beendet. Die sind rausgegangen. Es wurden fünf Leute umgebracht. Und ein So, Hund. literally, wir haben 5 Sekunden das Spiel laufen lassen. Aber ein Hund getötet. Und die gesamte Dusche ist im Eimer. In der letzten Super. Folge habe ich ja die neuen Psychiaterbüros und hier diese Übergangszellen da gebaut. Und Für ein die Rohr Leute, die vergessen halt oben, eben. das habe ich noch ergänzt. Ja, ne, da habe ich was abgerissen hab, wegen dem alten Boiler, der da Naja, oben klar. war, den Aber wir das Rohr brauchen. fehlte Deswegen. trotzdem. Ja, das kann sein, dass da dadurch jetzt Sachen wieder kaputt gegangen sind, wie auch immer. Ja, und jetzt sind die Übergangszellen eigentlich fertig an sich. Jetzt müssen die nur als Zellen deklariert werden. In Leitung verlegt werden. Ich würde sagen, wir können wieder loslegen, ne? Jo. Ich habe die Roten jetzt einfach wieder gesagt, die sind jetzt einfach erreicht. Ich habe keinen Bock da drauf. Ganz ehrlich. Direkt geht das Risiko hoch. Das ist es mir echt nicht wert. Also sorry. So, jetzt haben wir die Zellen. Direkt wird So. hier wieder. Oi, ach ja. Die aktuellen Häftlingszahlen sagen, dass wir 47 mit hoher Sicherheitsstufe haben. Und da wir jetzt diese neutralen Zellen haben, die für alle zugänglich sind, würde ich sagen, dass wir die Traktzuweisung wieder normal machen. Ne? Also Wollen wir? die zwei Okay. niedrigen, zwei mittleren, zwei hohen. Und auch die Einlieferung wieder einstellen können. Aber so, dass wir von insgesamt nur 100 Häftlinge haben. Also wir haben jetzt eine Kapazität von 130. 40 niedrige, 40 mittlere, 40 hohe macht 120 insgesamt. Plus die 10 zusätzlichen Zellen. Aber ja. Und wir lassen einliefern alle gleich. Ja. Alle auf 100%. Oder machen wir halbe hohe? Weil das Ding ist, wenn du bei niedrigen hast du halt den Vorteil, die sind auch schnell wieder raus. Ja, aber wir wollen ja eh, dass die, ja, stimmt, dann mach Ich mach viele 50 niedrige, viele hohe mittlere und und. bei anderen beiden 100%. Ich sag Ja. mal ja, klar, aber ich sag mal, dafür müssten wir halt irgendwie den Komfort und die Sicherheit verbessern, damit wir hier mehr hohe wieder aufnehmen können. Weil aktuell, das geht halt einfach nicht. Und ich Wollen meine, die das ist ja auch mit dem gefangen. Schmuggel hier irgendwie, das geht auch nicht und und. Dann. Wollen wir den Gefangenentransfer immer nehmen? Nein. Einfach Nee. nein. Die Dusche ist einfach komplett zerstört. Ich finde es schön, dass die hier wischen, aber es. Ja. Das bringt ja nichts. Wenn ich repariert wird, dann läuft das Wasser einfach nach. Ach ja. Was jetzt mir gerade als Überlegung einkam, ist, was hältst du davon, wenn wir zwei neue Trakte bauen als für die höchste oder einen neuen Trakt bauen für die höchste Sicherheitsstufe? Sag mal, bist du noch ganz dicht? Krieg das schon Wir nicht wollen ordentlich hin. doch mal irgendwann alle Sicherheitsstufen haben. Wollen wir mal das Spiel durchspielen irgendwann? Das bräuchte man vielleicht irgendwann mal hohe Sicherheitsstufe. Höchste Sicherheitsstufe. Müssen nicht zwei, vielleicht einer reicht ja einen Block davon. Nee. Aber wir wollen ja irgendwann Erstmal auch Sicherheit bis. erhöhen. Erstmal machen wir das alles hier ein bisschen schöner. Dann bauen wir noch mehr Häftlinge, ja? Dann bauen wir noch mehr Häftlinge, ja, genau so heißt es. Wir haben doch jetzt schon gerade Probleme. Ja, okay. So. Jetzt steht an, Oh mein Gott. das ganze Zeug, den neuen Trakt hier. Nicht den neuen Trakt, sondern das Mitarbeiterzeugs neu zu bauen. Ich überlege gerade. Wir sollten die Infrastruktur ja trotzdem noch am Laufen Warte halten, mal trotz ganz dass ich kurz. Bei umbaue. mir hat Prison Architect gerade keine Rückmeldung. So, einmal neu gestartet. Jetzt bin ich Host. Mal schauen. Die Dusche wird immer noch repariert. Ja. Im Lagerraum, welchen Boden hatten wir denn da? Weißt du das noch? Weil ich hatte da in der letzten Folge die Wand rausgerissen. Machst das mal, verbindest du mal die beiden Lagerräume, machst das neu. So, und dann würde ich das gerne das eine Elektrizitätswerk, was wir hier noch haben, außer Betrieb nehmen erstmal. Das rechte da, ne? Wollen wir das nicht an den Stromkreis für da oben mit einfach mit anschließen? Das sollte auch alles mit da reinpassen in den Stromkreis, meinst du nicht? Nein, du kannst keine Stromkreise verbinden.
Nein, ich meine, dass wir die beiden Stromkreise integrieren ineinander. Das heißt, dass wir das Elektrizitätswerk abschalten und die Stromleitung davon einfach mit da dran kapseln. Also, dass einfach alles über einen Stromkreis läuft. Dass wir einen Stromkreis haben nur für die Blöcke und einen für alles andere. Wenn du Nein Lol. sagst, Guck mal, die Dinge unten, die produzieren gerade, weil die Minus haben 500. Und das oben, das reicht auch gerade so. Wir brauchen okay. mehr Solarzellen. Also, ja. Oder halt Wind. Ey, na jetzt wo er gerade blöd ist, halt einfach. Ja gut. Aber Wind funktioniert sowieso auch gerade nicht. Das Windrad, was wir haben, das erzeugt gerade zu gar nichts. Naja, aber es würde trotzdem helfen. Das sieht aus, die Akkumulatoren hier sind ja voll bei dem, das heißt, da ist ja kein Problem. Ja, da ist kein Habt ihr Problem, genügend? das wird auch nicht entladen, weil das halt nicht so viel Strom verbraucht. Aber jetzt, ich sag mal, das verbraucht ja 600. Da Lieferung nur 350. Weißt du, ich meine? Naja. Ja, ich verstehe schon. Aber die sind Also, wir der brauchen halt. Akkumulator einfach noch nicht voll. Deswegen, ja. Ja, ich würde vielleicht noch eine Reihe. Ich würde vielleicht eine so eine Ding hinzufügen. Das Ja, dann dann mach mit noch so dem eine Reihe. linken verbinden. Und das, was jetzt aktuell die Traktor versorgt, würde ich mit an das andere anschließen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, also das sind die beiden aktuellen Reihen dann da an das Umspannwerk anschließen und die neue Reihe, die du jetzt hast, die wird dann jetzt für die Trakte sein. Genau. Oder wie? Also ist nur eine Lücke dazwischen frei Platz gelassen, das ist zu wenig. Da verbinden die sich miteinander, ne? Bei einer Lücke. Oh ja. Deswegen, ja, dann machen wir das so und dann kann ich ja dann die mit anschließen, ganz normal. Gut. Meine Güte. Dann warte ich ab, bis du das fertig hast und dann können wir den Strom umstöpseln, ja. Yep. Dann sollte das auch vom Dings passen. Ein bisschen allgemein hier Es hätte auch in einem Stromleitung. Abstand hätte das auch gereicht. Man muss Ja, aber einfach die die, man verbinden muss. sich, die tun doch da Nee, auf der nee, anderen nee, Seite nee, dieses nee. Stromkabel Aber wenn da eins basteln. Abstand dazwischen ist, ja, das Stromkabel da an der Seite. Ach doch, das ist, das stimmt, das ist ja standardmäßig mit dabei bei den Solaranlagen. Ah, okay, das Deswegen ist. verbinden die sich. That's the problem, what you mean. Okay. So, ich find das echt entspannt, seitdem die einfach alle nur da drin sitzen. Ja, Wir könnten denen vielleicht eine schon. Dusche reinbauen oder so und dann könnten wir es auch einfach dauerhaft da drin lassen. Gut, die arbeiten halt nicht. Wir haben wirklich wenig. Na gut, sind die Hohen wirklich die am effektivsten arbeiten? Ja. Dafür gibt es mehr Arbeitsplätze für die anderen. Hoppala. Aber es ist trotzdem noch eine hohe Gefahr, aber sie sinkt gerade. 48 Häftlinge, 49 Häftlinge fühlen sich unterdrückt. Ja, Wir gut, haben also. 47 hohe. Was willst du machen, ja? Es könnte sein, dass sie sich alle unterdrückt fühlen gerade. Ich nehme einfach mal so einen Auftrag an. Platziere mal so eine Sicherheitskamera. Und dann kriegen wir 40.000. Ich meine ja nur. Die Errichtung der Hochsicherheitsinfrastruktur. Also Taser. Und so weiter. Die Überwachungsmonitor haben wir ja anscheinend irgendwo. Wo weiß ich allerdings auch nie. Irgendwo halt, ne? Ja. Ist es hier mit? Ah ja, wir haben den rumstehen irgendwo. Auch cool. So. Genau, den solltet ihr auch mal da platzieren, bitte. Hier werden jetzt fleißig die Solaranlagen gebaut. Muss schon die Kabel umstöpseln. Also, Ja, das okay, Umspannwerk wird gerade nicht mehr mit Strom versorgt, aber ist ich egal. hätte einfach kurz gewartet, bis die Solaranlage gebaut ist und dann hätte ich es umgestöpselt, aber ja, kann es mal auch Ist ja machen. egal, da ist doch genügend in den Batterien drin, Ja, also. Das fällt das niemanden stimmt. auf. Das ist auch ein cooler Puffer, weil du kannst in der Energie rumspielen und trotzdem haben die noch Und viel Strom. erzeugen tun die gerade eh nicht, also.
Also, ob die jetzt gerade erzeugen oder nicht, das ist an sich auch am Ende egal, weil viel produzieren die eh nicht. Warte mal, wie ist das eigentlich mit Einsatz? Jetzt werden die Batterien zwar ein bisschen stärker entladen, aber gut. Kannst halt auch nicht machen. Die haben wir eigentlich noch. So, jetzt kann ich mich hier oben, bis auf das, den Personaltrag, kann ich mich jetzt alles andere mich auch in den gleichen Stromkreis mit anschließen, ne? So, das ist einmal jetzt ausgeschaltet, das Elektrizitätswerk. Da ich jetzt hier bei der Strom kurzzeitig aus. Dann mache ich hier einmal so eine Verbindung rein. Die sollen bitte schnellstmöglich gebaut werden. Und dann sollte der Strom auch gleich wieder angehen. Das Wasser vor allem. Das Wasser für das gesamte Gefängnis ausgeschaltet. Das Pumpwerk. Wir brauchen ja noch eine neue Position fürs Pumpwerk. Das muss ich erstmal umbauen, das Pumpwerk. Mist. Wollen wir einfach das Pumpwerk südlich von dem Trakt bauen? So, also Wasser soll halt den da Platz haben. Ja. Ne, weil das Pumpwerk muss trotzdem da weg, wo es jetzt gerade ist, deswegen. Ja, gut, stimmt. Jetzt hängt das Spiel bei mir. Hängt's richtig? Also. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ich habe jetzt drehenden Mauszeiger. Ah, cool. Multiplayer funktioniert also doch nicht hundertprozentig. Und jetzt habe ich. Ah, Prison funktioniert nicht. Programm schließen. Dann schaue ich einmal kurz das Spiel neu. Ist aber auch egal. Können trotzdem weitermachen derweile. Ja. Ich muss ja nur neu starten. Nicht diejenige Person, die spielt. Naja. Christenstream. Nö. Ist schon okay. Ich komme ja eh gleich wieder rein. Es ist okay. Ich werde es überleben, kurz mal nichts zu sehen. Ja, für eine halbe Minute mal kurz. So. Haben wir das jetzt hier gebaut? Da. Ja, scheint so. Okay. So, du wolltest den Stromkreis hier rechts mit an den hier anbinden, ne? Warte, ich bin gleich wieder da. Lädt. Lädt. Genau, aber da fehlt da ja noch die Verbindung. Wo fehlt denn jetzt was eine Verbindung? Das Elektrizitätswerk, das wolltest du ja abschalten, ne? Das kommt da raus. Ja, das ist auch abgeschaltet. So. Und dann fehlt aber hier noch eine Kabelverbindung. Nein. Nicht? Das hier unten, das läuft darüber, dass was wir zuerst an Ach so, das. Ja, das ist gut, das würde ich rausschmeißen. Damit wir da. Ja, richtig, aber deswegen, das Ding, das ist ganz gut, weil jetzt ist das Ding nämlich deswegen noch abgestöpselt. Von der Energieversorgung. Aber warum sollte das abgestöpselt werden? Ja, weil ich erstmal alles neu baue, ja. Deswegen ist es noch abgestöpselt. Dann würde ich es auch mit normal anschließen und das hier unten kommt alles mit weg. Ja, ja, aber jetzt kann es erstmal noch abgestöpselt bleiben. Also somit gibt es im restlichen Gefängnis dann keine Stromprobleme. Die haben wir jetzt sowieso nicht mehr. Leitung durchtrenne oder so. Deswegen. Naja gut, aber wenn du hier unten irgendwas rumspielst, das sollte ja eh keine Probleme geben, also daher. Deswegen die Servo-Dinger, ich überlege gerade, die würde ich auch mal an... Naja, die Servo-Dinger, die sind jetzt noch an den anderen Stromkreis angeschlossen, wahrscheinlich, weil sie so viel ziehen und die unten das bisschen Erneuerbares nicht geschafft hätte, die auch noch zu stemmen. Nein, dann bleiben die erstmal so angeschlossen, das kann ich ja später aber noch ändern. So, die Frage ist nur, wo soll das Pumpwerk hin, das neue? Ich hab keine Ahnung. Sehr gut. Wieso? In den Zwinger mit? Im Zwinger kommt irgendwie alles rein gerade. Was kommt noch alles in den Zwinger? Na, da ist jetzt der Warmwasserboiler für diesen Übergangstrakt und für den Psychiater. Auch wenn beim Psychiater auch gar keine Heizung drin ist, was mir gerade auffällt. Könnte ich mal schnell Heizung reinbauen beim Psychiater? Ach nee, lol. Ah, nein, nein, nein. Nein. Ganz komische Sache hier. Naja. Was denn? Nee, ich habe das Umspannungswerk, das Elektrizitätswerk mal abgebaut. Ach so, ja. Aber das Pumpwerk, wo soll denn das Pumpwerk hin, du?
Oder wir nehmen eine Stelle vom Forst, wo die Bäume rausreißen und da das Pumpwerk hin tun. Ich habe übrigens auch mal umweltfreundlich angenommen. Nutzen Sie für den Betrieb Ihres Gefängnisses 5 Tage lang Quellen erneuerbarer Energie anstatt von Elektrizitätswerken. Das ist ein schwieriges Wort. So, eine ganz schwierige Aufgabe auch Na, für uns. jetzt schon, ja. Also mittlerweile, also tatsächlich unser gesamtes Feng ist jetzt auf erneuerbaren Energien. Wuhu! Es läuft nichts mehr über normale Elektrizitätswerke. Nice. Ist schon eine Errungenschaft, du. So, ich wollte schauen, ob man wieder Häftlinge runtersetzen kann. Den Miller! Habe ich den nicht gerade schon mal runtergesetzt? Wer wurde wieder hochgesetzt? Ey, wir haben 5 normale und 11 niedrige, ja. Und Naja. 49 hohe. Ja, guck mal, es werden aber auch wieder welche eingeliefert jetzt, also. Naja. Da ist ja mal wieder was los. Ey, der ganze Lagerraum ist voll mit Holz. Alles voll. Sehr gut. Und warte mal, die bringen das in den Lagerraum, dann schaffen sie es, und sobald ein Laster da ist, bringen sie es ins Exporte und dann laden sie es auf den Laster. Warum bringen sie es nicht gleich aus dem Lagerraum auf den Laster? Egal. Felicia, sehr gute Frage. Wie viele Personalmahlzeiten wollten die eigentlich bestellen? Es ist ja alles voll hier. Der Anlieferungsraum. Weißt du, ich meine? Ghetto Blaster. Aha. Wofür ist eigentlich der Tablettwagen? Lol, der ist stimmt gut, Ahnung. damit kann man Tablets. Ich stell mal so einen Tablettwagen hier in den Lagerraum, ne? Oder noch ein. Warum kann ich hier kein Pumpwerk hinbauen an die Stelle? Das weiß ich nicht. Ich kann kein Pumpwerk bauen. Doch jetzt hier könnte ich Pumpwerk bauen. Warum kann ich da kein Weil das Pumpwerk nur bauen? innen kann oder so? Keine Oder Ahnung. was? Nö, nee, ich kann auch hier in den Zwinger bauen, stellenweise. Oder war es doch als Forstbereich festgelegt, ist keine Ahnung. Ey, das ist so entspannt mit Arrest, ja? Ich meine, die sitzen jetzt alle schön ihre Einzelhaftdinger ab, dann werden sie in ihre Zellen gebracht. Ist doch toll. Also. Wollte ich sagen, war hier noch. Ach, hier ist noch ein Baumstumpf. Ah. Mach das mal, bitte. Dass er wegkommt, dieser Was Baumstumpf könnte da. man gegen Nerv. Schmuggel machen? Und wo geschmuggelt wird. Alter, wie viele Arbeiter laufen die alle Taschenlampe rum durch den Wald? Das ist ja Ja, unglaublich. es ist unglaublich, was wir alles an Mitarbeitern haben hier. Ich glaube, wir sind eher ein Forstbetrieb als ein Gefängnis. Wenn man sich mal so anschaut, so ein Drittel bis die Hälfte unseres Gefängnisses besteht aus einem Wald. Der stetig nachwächst und wieder abgeholzt wird. Ich kürze das Gehalt nochmal um 10%, ne? Ja, mach das. Und ich guck mal bei den Programmen. Ah, jetzt kann ich es Tischlerlehre. bauen. Nee, ist nix. Sicherheit in Werkstatt. Ja, ist auch nur einer. Hygiene, Küche. Lass ich einfach mal. Grundlagenbildung, Allgemeinbildung. Verhaltenstherapie. Psychologe im Büro. Sitzungsdauer 2 Stunden. Jeder Teilnehmer würde Ledersofa, Sofa, breites Sofa oder Sofa braun. Einweisungen, Aggression, Schülersitze, Mittel. Aha. Also Verhaltenstherapie ist theoretisch. Todesfall. Naja, eine Wache. Da fehlt da fehlt ja irgendwas an. Fehlt da irgendwas an Ausstattung hier bei dem Büro? Aber was? Bei welchem Büro jetzt? Beim Psychiater? Oder Ja, wie? ja. Da fehlt angeblich irgendwas. Was sollten fehlen? Sind breite Sofas sind doch drinne. Ja.
wie drauf sitzen können, die Leute. Ich tue einfach nochmal so ein Einzelsofa da rein. Stattdessen. Mal schauen. Haben wir eigentlich das... Beziehungsweise die Überwachungskameras in ihrem Gefängnis. Ach nö, da muss man mehrere machen. 16%, wenn mit einer Kamera, wie viel sind das dann? Rechne mal hoch. 32. Warte, kann ich nicht 64 rechnen. Sind dann 4. 128 sind 8. Das heißt. Ja, 7. Wahrscheinlich 6, so 7 6, Stück 5, irgendwie so, keine 6, Ahnung. 6, 7 Stück irgendwie müssen es sein. Ziehen wir halt noch eine hier, eine da, eine hier, oh. Nee, nicht im Unterrichtsraum. Im Sicherheitsstreifen wurde eine Tunnelfähnchen gesetzt. Im Sicherheitsstreifen. Wir haben sogar eine extrem hohe Gefahr weiterhin, aber egal. Neue Häftlinge. 23 Schlagstücke wurden gefunden. Alter, was haben die alles mitgehen lassen? Bei mir wurde erst ein Handy gefunden. Junge, die Werkstatt ist alles voll mit Holz. 5 Taser. 6 Drogen. Oh, jetzt kommen ja auch nicht Gefangenenbusse gerade an. Ich muss das erst mal warten, weil die ganzen LKWs erstmal noch weg müssen. Doch schön, H-Fragezeichen-Flinks-Einlieferung. Das Ä können sie nicht zeigen. Oi, 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 oi. Ja, okay, scheint aber nichts sein. Ich mach's doch mal, ich presse mal ab. So, okay, jetzt hat er aber auch Sofa. So, das neue Pumpwerk läuft, kriegt jetzt noch seine Rohrverbindung, dann kann ich das alte Pumpwerk nämlich auch abreißen, ne? Weil zwei Pumpwerke gleichzeitig in einem Netz, das geht ja. Das ist nicht das Problem. Jo. Genau. Sobald das in Betrieb ist, die Rohre liegen, die gebe ich einfach mal Prio den Rohren. Ach so, der ist normal, okay. Ich dachte schon, warum hat der den schwarzen Kittel an? Aber hey, wir haben wieder ein bisschen Leute hier im Gefängnis und auch Leute, die arbeiten. Es war ja, ist auch irgendwo ein Problem, wenn du so wenig Leute im Gefängnis hast, da arbeitet dann noch keiner mehr. Ja. Sie haben 97 von 130. Beschäftigung. Aber null Häftlinge treffen morgen ein, obwohl wir 3 Häftlinge zu wenig haben. Hm. Ja, hast du schon die Kapazitäten umgestellt? Weil, auf 100, also doch. Ja. Also ist es richtig, ja. Ich sehe es ja gerade. Niedrig 40, normal 40, hoch 40, geteilte Zellen 10. So, die geteilten Zellen, ja, hier sind 2, 3, 4 hohe drin. Ja, okay. Aber an sich ist auch egal, wenn die geteilten Zellen eher belegt werden als die normalen Zellen, weil sind ja dann trotzdem bei den normalen dann mehr Kapazitäten frei einfach auch. Mhm. Deswegen, das haut dann schon hin einfach. So mal dem überall allgemein freie Kapazitäten und hier noch Überlaufkapazitäten halt eben mit diesen Zellen. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen viele Überwachungskameras jetzt platziert, aber ist ja allgemein gar nicht so schlecht. Wenn es häufiger passiert, dass es zu Aufständen kommt und plötzlich ganz viele zu Rot hochgewiesen werden, dann kann man das Ding, was ich hier gebaut habe, mit 10 Zellen auch nochmal extra als Rot deklarieren nur. Und dass da dann eben, sollten mal viele zu Rot hochgestuft werden, dass da dann das nur Rote rein sollen. Yep. Und nicht noch normale oder niedrige. Das lässt sich dann auch alles ändern, die Zuständigkeitsbereiche. Mhm. So, beim Psychologen, das klappt immer noch nicht, oder? Nee. Anhalten.
Verhaltenstherapie. Start. Oh, eine der neuen niedrigen Leute heißt geht's. Death mit Namen. Wie heißt der? Der Häftling heißt Death, also wie Tod im Englischen. Ah, cool. Okay, ich habe jetzt mal vier Termine. Ist auch niedriger. Ich habe jetzt mal vier Termine gemacht. Wir haben 31 Leute in der Warteschlange. Das ist ja. Bei dem einen Psychologe hat gerade in den Pharma Pause ja, auf der Couch gemacht. Die machen öfter in den Büros Pause. In den Psychologenbüros, auch gut. Gruppentherapie für Alkoholiker haben wir auch nur. Haben wir 6 in Warteschlange. Lohnt sich, glaube ich, nicht dafür extra einen Gemeinschaftsraum wiederzubauen, oder? Ne. Denn eh leer steht. Der stand ja bei uns unter 10 Folgen leer, aber wir abgerissen. Naja. Weil niemand rein wollte. Der war ja da, wo jetzt die Werkstatt ist. Nur ein kleiner. Übrigens, wir haben die gesamte Werkstatt hat mehr Holz als alles andere. Das ist. Was ist denn mit dieser Anlieferung? Falsch. Ne, das räumt halt auch keiner weg, ne? Weil die arbeiten weil da. Ja, also ich hab ja gerade gesehen, die hatten heftig sich gerade mal so random vom Boden den Holzstamm genommen, aber. Ich versteh es nicht. Ich glaube, das muss man noch nicht verstehen. Einfach ab und zu mal Holz verkaufen, das reicht schon. Ach, guck mal hier, der bringt gerade die Post raus. Schön. Guck mal, der kriegt einen Brief. Der kriegt einen Brief. Aber das ist doch toll, dass das funktioniert. Mhm. Ja, aber dass die alle so rumhoppen, ne? Was haben die denn für Probleme? Will der nochmal da rein? Bringt noch einen Brief. Aber guck mal, der bringt zum Beispiel gerade frische Uniform. Ey, aber ja, guck mal. Also, es ist nicht ganz Katastrophe hier mit den Arbeiten und so, ne? Es ist nicht ganz Katastrophe. Nur halb Katastrophe. Eieiei. Wie sieht's eigentlich mit dem Bedürfnis aus? Also Sicherheit ist halt immer noch 91 Häftlinge warten verzweifelt darauf, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Na gut. Ja. Da kannst du nichts machen. Hygiene sind halt die Roten wütend, weil dürfen sie nicht, ne? Training. Shit happens. Freiheit, Luxusgüter. Das Ding ist, wie haben wir eigentlich gerade so die Regeln? Komm, die Regeln, die schauen wir uns nächstes Mal an. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und vielleicht können wir es dann nächste Folge mal wagen, die Roten rauszulassen. Ich bin mir eigentlich auch nicht ganz sicher, weil wir haben immer noch hohes Gefahrenpotenzial und ja. Ich glaube, wenn wir die nicht rauslassen, dann sinkt das auch nicht, weil das bleibt ja, hoch, natürlich. Weil die halt eben unzufrieden sind, weil sie eingesperrt sind. Wir könnten denen natürlich auch eine Dusche reinbauen, dann würde das zumindest das Hygienebedürfnis. In jede Zelle eine Dusche, Junge. Naja, aber was ich meine, Geld kostet. Weißt du, nee, die Duschen sind übel billig. Die kosten ja 2 Euro oder so. 2 Cash. Das Ding ist, ich überlege halt allgemein, ob wir vielleicht einfach eine Dusche in die Zellen reinbauen. Dann haben wir keine extra Duschen mehr. Und die können sich waschen, wann sie wollen. Aber was wollen wir mit den Duschen da unten machen? Einzelzellen. Und. Alles Einzelzellen. Naja, aber du weißt meinen Punkt, ja? Also, es ist halt, es wird halt dieses ständige Problem, die kloppen sich ja auch andauernd in den Duschen, ja? Warum auch immer. Immer wenn die in den Duschen sind, passiert irgendwas, vor allem die hohen. Das könnte man halt lösen, indem die halt einfach eine Dusche in die Zelle bekommen. Und das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.